Wir sprechen insgesamt in diesem Lehrgang von verschiedenen Trainingsarten. Und das, was ihr hier seht in dem dick umrandeten Teil, da steht drin Ergänzungstraining, Technik lernen, Erwerbstraining, Anwendungstraining, Wettkampftraining. Okay, das sind die großen Buzzwords, nennt man das auf Englisch. Ne? Die großen Schwerpunktwörter, das sind verschiedene Trainingsarten. Und ein großes Ziel, was wir haben, ist, dass ihr im Verlauf dieses Kurses in die Lage kommt, zu erkennen, welche Übung gehört in welche Trainingsart, also in welche Kategorie rein. Und was trainiere ich damit eigentlich? Wie kann ich das variieren? Und was passiert, wenn ich von der einen in die andere Trainingsart überspringe? Und wir unterscheiden sehr stark zwischen einem Training mit Anfängern und einem Training mit Fortgeschrittenen. Und wenn man das jetzt mal definieren sollte, dann ist es im Grunde so, bei Anfängern gehen wir mal davon aus, die können noch nichts. Ne? Die fangen an, weil sie jetzt irgendwie, du hast ein Angebot geschaffen und die fangen ganz neu an. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn die noch wirklich gar nichts können. Ja, dann kannst du denen das so zeigen und deine Technik so beibringen, wie du es vielleicht mal gelernt hast, wie du es als erfolgversprechend gesehen hast. Oder wie du es im Verlauf dieses Lehrgangs dann vielleicht nochmal kennenlernst. Und dann fangen die bei Null an. Und das ist ein Training mit Anfängern. Und mit denen kann man ganz viel machen. Und das ist dann oftmals sind das auch die Jüngeren natürlich. Du hast Schülerinnen und Schüler, mit denen du da anfängst. Auf der anderen Seite gibt es eine Unterscheidung in Richtung der Fortgeschrittenen. Das heißt Spielerinnen und Spieler, die schon ein paar Jahre irgendwie spielen. Oder Spielerinnen und Spieler, die jetzt irgendwie dazu kommen. Du hast eine Mannschaft, mit der hast du ein bestimmtes Niveau im Training schon erreicht und jetzt kommt noch mal so ein, zwei, drei Spieler von außen dazu für die nächste Mannschaft, für die nächste Saison, die das verstärken oder die den Verein wechseln wollen aus irgendeinem Grund oder Spielerinnen aus unteren Mannschaften kommen und drängen in die höheren Mannschaften und du übernimmst die dann und willst die weiterführen und dementsprechend noch verbessern, dann sprechen wir von Fortgeschrittenen, Leute, die schon etwas können. Und da gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Dingen, die man mit Anfängern und Fortgeschrittenen machen kann und deutliche Unterschiede auch im Hinblick auf das, was ich beachten muss innerhalb der einzelnen verschiedenen Trainingseinheiten, was ich hier jeweils umsetze innerhalb der Übung.